Das klingt nach dem Geschmack des Bösen. Wenn man hier hindrückt. Jetzt. Siehst du, die Kamera, die braucht Die macht heller, ja? Ja, ja, die braucht einen Moment. Sie ist das nicht gewohnt. So. Ach so. Gut, Nein, der Entwickler war wieder weiß. Das kennt man. Henry, es geht schon wieder gut los. Das ist Hector Panzer. Das ist der Mann, der im Puff Tequila geäxt hat. Und ich bin sehr stolz, dass er hier ist. Das ist sogar vor allen Dingen. Da ist sogar ein bisschen Real Talk daran. Bissl? Der hat mir gerade noch vom Erzfeind und Zusammentreffen erzählt in letzter Zeit. Junge, ich habe den zweimal gesehen, Alter. Das eine Mal ist seine Frau angegangen, weil die angeblich auf seinem Platz da ist vorne in der Bahn. Es gibt ja in der Bahn vorne so einen Platz für körperlich Behinderte. Und dort kann man halt sein Fahrrad abstellen oder einen Kinderwagen. Und da ist die Frau übelst angegangen, Alter, weil die dort im Kinderwagen standen. Hat die dort vom Platz verjagt. Junge. Und gestern Abend hab ich schon auch gesehen, wo ich in Prolis ausgestiegen bin, Alter. Der Mann hat mehr Eier als der durchschnittliche Michel auf jeden Fall. Das stimmt allerdings. Das muss ich jetzt ehrlich mal. Na egal. Und wie geht's sonst so? Der Morobus wächst und gedeiht. Nee, hab ich im Griff. Sport läuft auch wieder. Ach Junge, ja, Junge. Ist die African Genetik. Ja. Übrigens, an diesem Tisch hier wird nie gelogen. Der Mann, wirklich, er bat nach einer Küchenrolle und wischt sich damit den Schweiß von der Stirn. Grüße gehen raus an Manülsen. Alter, da will ich sowas hinzufügen. Ich bräuchte hier noch ein Buch auf dem Tisch, du weißt welches. Warte mal, den habe ich auf jeden Fall. Kannst du ja schon mal hier beginnen? Ich muss kurz die Heilige Schrift holen. Ja, okay, geht klar. Junge, hat echt wirklich jemand diesen Dirty Eistee von Shirin Mulm gekostet? Das ist abartig, ich hab den auch gekostet. Der schmeckt wie der Ja-Eistee aus dem Rewe. Die Ja-Produkte haben mein Leben verändern lassen. Shoutout an den Gehängten. Das ist ja mal diesmal nice, Alter, richtig geil. Naja, pack hier mal von der Hut. Ich lese mal vor. Ich hab ihn nicht gefunden, aber. Ja, okay. Oder später. Lieber Max Essigberg, mein Name ist Merlin aka Mosi Bastolasking auf Social Media. Ich komme aus dem schönen Eschenburg und bin 20 Jahre alt. Vor weniger Zeit habe ich mit dem Rap angefangen. Hier präsentiere ich mein erstes Tape, Mische. Da ich dich seit längerer Zeit verfolge, dachte ich mir, dass ich dir noch ein paar schöne Sachen in das Paket lege. Es gibt nur limitierte 34 Stück für den Einzelpreis von 35 Euro. Hinter dem Projekt stecken nur zwei Jungs, die keine Mühe gescheut haben. Leider hatte meine Mutter nicht mehr Kleingeld ihrer Geldbörse. Aber ich hoffe, dir gefällt das Einzel-Ding. Die Gang. Das Feature. Mich würde es erregen, wenn ein Unboxing kommt. Ey, das ist ja gar nicht mal schlecht, sogar Vakuum sogar verpackt. Junge, der Mann verschickt halt nie nur Merch. Ey, das ist ja mal. Ui! Das ist ja mal übelst geil, Alter. Na, jetzt macht er mal hier ein mieses Unboxing, Bre. Ja. Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Der Mann, der gibt sich Mühe und promotet das hier auf dem neuen, wie hieß das damals, Agro TV. Alter! Vakuum, also was heißt Vakuum, aber. Auf jeden Fall hat er sich Mühe gegeben, der gute Mann. So. Jetzt schon der beste Deluxe-Papierer in der Zeit, ja, definitiv. Alter, du Kackeschwein! Alter! Junge! Naja, wollen wir das jetzt öffnen? Oder wann denn sonst? Achso, ja. Dann gib mir mal hier was zu stechen. Henry, beobachten.
Die Gepäcks werden helfen. Ja. Lieferung aus Kolumbien ist wieder da. Viel Masse. Das ist ja mal geil, Alter. Ich schieß mir ein. Sogar die Rückseite ist auch nice. Das ist ein geil. Sogar im Super Jewel Case. Hey, Alter, das wurden wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Der macht mich wirklich alle. 35 ist aber eine wilde Auflage. Also. Na, ich denke mal, alles safe mit aus eigener Tasche bezahlt. Ich gehe mal deswegen davon aus, dass selber produziert. Ja, ja, klar. Das ist na, ordentlich. Ja, klar. Guck mal, das ist alles aus eigener Tasche bezahlt. XXL, danke. Wir finden. XXL. Ja, wenn man es eigentlich sagt, braucht 3x oder 4x? 4x, okay. Na, XL ist selbst mir auch zu groß. Das schlappert dann so ein bisschen. Aber für Deluxe-Boxen... Geil. Na gut, so eine Line wenigstens drin, aber... Link in der Beschreibung, gönnt euch mies. Und man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein beim Einvakuumieren von Aufklebern. Das ist, naja, nur ein Tipp für die Zukunft. Bei. Hm. Schisch. Nicht schlecht. Schiebt auf jeden Fall ganz anders für mich. Ja. Schmerzen irgendwo. Ich schrei den ganzen Tag schon. Oh, so. Das ist äußerst gewichtig. Im Video öffnen. Ja, Achso, die meisten Leute haben es noch gar nicht so richtig verstanden, warum ich eigentlich so eine Frisur habe. Und zwar war ich vor kurzem auf dem CSD gewesen, der das letztes Wochenende war. Und da habe ich Bekanntschaften gemacht mit einigen Leuten. Und habe dann entschlossen, für immer diese Haarfrisur und die Haarfarbe zu lassen. Das war mein Statement dazu. Deswegen wolltest du diesen Donut zum Sitzen nehmen? Im Video öffnen, ja, selbstverständlich. Hier dann. So, Jamal. Guten Tag, Herr Altschauerberg 8i. Henry, bitte keine Adressen im Chat. Ich schicke Ihnen auch endlich mal ein wenig Schund, der hoffentlich heil angekommen ist. Ein wenig Suff ist auch dabei. Wir haben uns darauf geäußert, dass du dieses Wort nicht sagst. Aber ein wenig Suff ist auch dabei und ein sehr leckerer Schnaps. Ui. Nennen Sie das Video bitte Bullenmolkerei. Kartoffeln. Was? Ich hoffe, Sie haben Spaß mit Ihrem Paket. Ich grüße den Armin. Schönen Tag noch, Meister Rietz. PS, Käsebrot ist ein gutes Brot. Bullenmolkerei, das muss ich erst mal lernen. Ja, Bullenmolkerei. Das ist ein Bild. Das gefällt mir grundsätzlich. Ja, darf ich das zerknüllen und dann einfach wieder... Ja, bitte so weit wie möglich in den Raum. So weit wie möglich. Gin Tonic. Oh, das darf oh, ich das erst... War zu weit. Das darf ich erst im Oktober genießen. Machst du diesen im Alkohol? Ich bin jetzt 8 Tage trocken. Das ist die längste okay. Zeit, an die ich mich jemals erinnern kann seit 5 Jahren. Ja, das Ding ist, ich habe mir seit Mai, seit meinem Geburtstag, trinke ich nicht mehr unter der Woche von Montag bis Donnerstag. So, das geht, weil da musst du nicht solche Pausen machen, weil ich reiße nicht mich Freitag und Samstag zuschütte. Von uns könnte noch was lernen. Welches Twix bevorzugst du? Ja, das rechte. Junge, ihr arbeitet immer bei Domino's oder hat sehr viel gegessen? Beides, der Mann ist sehr, sehr dick. Und nee, warte mal, das ist. Nee, die sind original. Ja, nur dann. Die sind komplett original. Ja, nur deswegen. Alter, da werde ich meinen eigenen Code dann verpacken, Junge. Alter! Ey, jetzt kann ich echt eine Scheinlieferung verschicken. Meinen eigenen Code! Junge, ich kenne 2 Leute, die bei Domino's arbeiten. Junge! Ui! 50 Cent in 1 Cent? Sie stößen ihr Grenzen. Du heiliger Bim-Bam. Ach Junge, was zum Blendgranaten? Henry, bitte keine Blendgranaten im Chat. Was zum Fick ist. Hey. Ist Glas. Okay, gut. Ich muss das mal testen. Ja. Okay. Wie viel? Das ist Brühe, oder? Oh Gott. Heute ist ja Samstag. Da kannst du eigentlich was. Oder? Wenn man sich so fühlt, als wäre Samstag, ist jedenfalls Samstag. Junge. Einbrecher Bier. Nee, warte mal. Einbäcker. Ui, wollen wir so ins. Ich bin leider wirklich. Ach so, das stimmt. Das Leben ist hart. Ich weiß. Junge, der Bauherr. Junge, ah, nee, Brauherr.
Ja. Warte, ist alles wirklich nicht so einfach. Fokussier da mal. Ihr werdet schon sehen. Ich schwitze wie Sau, Alter. Ich würde auf jeden Fall. Naja, was habe ich vorhin mit unter der Woche gesagt? Es ist Samstag! Ah ja, stimmt. Der Samstag des kleinen Mannes. Ey, ist eigentlich Freitag, Mensch. Oder, was ist denn heute? Ich hab's vergessen. Ich hab da keine Ahnung. Nee. Ich bin heute aufgewacht und weiß, dass es auf jeden Fall ein Tag ist. Aber welcher weiß ich nicht. Junge, Bullenschluck, 43% deutsches Ui. Erzeugnis. Ui. Junge, Schwein, Huhn, Hahn, Pferd. Empfiehlt sich besonders bei Lahmheit der Pferde, Rinder und Zugochsen. Auch für Menschen zur innerlichen Einreibung geeignet. Nee, kreativ, finde ich. Ja, das gefällt mir, solche kreativen Etiketten. Bullensperma. Was ist denn das? Das ist doch. Ich habe hier drei Getränke. Ich weiß nicht, was ich jetzt rauskriegen soll. Ist das Feuerwerk oder? Das ist ein Fick. Nee, das ist ein kurzer, Junge. Boah, da schreckt mich mal nicht. Ohne Kampf! Oh, Junge, mein. Schau doch in meinen alten Ausbilder! Herr Schönstein, wenn Sie das sehen sollen. Henry, bitte den Herrn Schönstein grüßen. Oh, Junge, die sieht geil aus. Ohne Kampf. Harz, Glitzer. Grüße genauso an Knopf, der Kinderblut reingemischt hat. Ey, Kappa! Junge, danke für die 50 Cent in den zwei. Ne, warte mal. Für 1 Euro, Junge, 100 nee, Diamanten. Das ist satanisches Ritual hier. Dann wird der Fiskus nichts kriegen, Junge. Ja, Scholz, du Schwein! Junge! Junge, aus dem Nichts, Alter, was soll denn das? Schön, schön. Was denn? Mir immer meinen Gedanken dran verschwendet. Ja, du kriegst ja alles vom Amt, das ist ja doch. Also, ich meine, 13 Mal halt. Bruder, du weißt. Sie fragen mich, wie alt ich bin. Ich fragte, wo? Erster, Erster? Ja, Erster, Erster, 2005. Erster. Ich bin unbekleideter Minderjähriger. Henry. Junge, Naturradler. Ich bin übrigens einer der sogenannten Ortskräfte. Was ist denn eigentlich eine Ortskraft? Also, nee, jetzt mal ernst. Ich habe das schon gehört, aber auch nur in Memes. Das sind Leute, die sich für ein anderes Land eingesetzt haben, unter Dinge erledigt haben wie Dolmetscher oder Transport. Ach, die nie abgeholt werden? Na, also komm, dann musst du dir schon mal hier und da ein gewisses Versagen eingestehen. Du bist immerhin Verteidigungsministerin dieses Landes. Gesichter spielen gar keine Rolle mehr. So, wir haben uns heute wieder schon wieder völlig zugeguckt. Ich weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Ich war vorhin noch im Brolis im Pulverturm. Echt jetzt? Ja, 12. Stock. Ne? Ja, ja. Ah, Junge, Alter. Wir hatten Bier. Junge, das hört einfach nicht auf. Das nie endende Bier. Das nie endende Bier. Ja. Ronald. Hallo Arbeit, Karl Kunze. Junge, Junge, Junge. Was, ja, Brühe. Ich zeig euch das mal. Also das war jetzt hier drin gewesen. Der Gin war hier auch drin, oder? Ja, ja. Bullensperme. So. Damit die das mal hier sehen. Also das war ja eine Pakete. Ja. Oh. Nur Göttinger. Das edles Premium-Pilz. Ey. Geil. Es wird sich auf jeden Fall zeitnah. Da wir ja Wochenende haben. Oh Junge! Das ist einfach noch. Nein, das ist noch mehr, Alter, krank. Ja? Dann während ich das ja befreie, kannst du noch ein bisschen was erzählen? Ja, ja, also ich hatte mal einen Austauschjahr in Frankreich. Und. Das musste ich aber schon nach einem halben Jahr abbrechen,
weil ich für das Zeichnen gewisse Karikaturen mein Heimatland verlassen musste. Du weißt, dass das Schwert richtet, oder? Keine Verhandlungen, nur Urteile. Vielen Dank für das Urteil. Freust du dich schon auf die Fußball-WM? Da wird Glühwein getrunken zur Fußball-WM, Alter. Die Fußball-WM findet übrigens in dem menschenrechtsfreundlichen Staat statt. Ich werde auf offener Straße Bier trinken, um mich endlich selbst auspeitschen zu lassen. Ich kann die UEFA und die FIFA schon verstehen, warum man dort den Austragungsort gewählt hat. Dort herrschen natürlich im Fußball beste Bedingungen. Also unter 40 Grad würde ich auch keinen Anstoß machen. Nee, ich auch nicht. Ist das eigentlich im Sommer? Schön wär's. Nee, ist mir ernsthaft. Nee, ist im Dezember. Im Dezember? Ja, das ist das allererste Mal überhaupt der Geschichte, weil im Sommer ist in Katar 40 Grad. Über 40 Grad, da kannst du nicht. Da kannst du kein Fußball spielen. Echt jetzt im Dezember? Nee, deswegen mit dem Weihnachtsmarkt? Ja, genau, deswegen im Juni. Das wusste ich ja, ja, deswegen. Zur WM wird Glühwein getrunken. Ja, findet im Dezember statt dieses Jahr. Nächstes Jahr, so rum. Der Blanke. Das ist. Oh, Junge. Dafür sind meine drei Söhne von uns gegangen. Junge. Alle beim Treppenbau. Halb Gott, hab sie selig. Naja. Wir können wetten bei Tipico. Ja, das. Es sind auch keine Gelder andersweitig geflossen im Hintergrund. Das wurde alles demokratisch oder demokratisch. Aber das, jetzt mal hier den Aluhut ab. Das ist ja wirklich. Ist ja an den Haaren herbeigezogen. Am Haar herbeigezogen. Dieses Video wird gesponsert zum FC Bayern München. Wie bitte, was? Katar Airways. Ich fliege grundsätzlich nur mit Ryanair. Junge, gibt's denn Ryanair überhaupt Business Class? Junge, ich bin Ossi. Okay. Der Ryanair, so weißt du, was eine Fluglinie ist? Da fliegt ja jeder Macher damit. Henry! Ja. Nichts wegen Gamel, Alter. Jamal! Ja, der hat auch einen Riesen, sieht das so. Ihr Leute, ihr seht ja gerade hier, warum ich die ganze Zeit hier meinen Schweiß abwische. Ich bin seit ein paar Tagen auf L-Arginin. Und das streckt halt extrem die Durchblutung. Jeder Schritt, den ich mache, läuft's. Nee, war eigentlich ein Witz. Ich war vorher noch mal Prolis gewesen und hab mir da was zum Fit machen geholt. Es hat geschneit. Ja. Guck mal, wie viel Brühen ich jetzt hier ausgepackt habe. Meine Hände sind wund. Das Leben ist schön. So, Junge, das sind die ganze Brühe, die hier steht. Das ist so. Was denkst du, warum ich Alkoholiker bin? Das ist krank. Schwerer Alkoholiker. Schickt mir Leberzirrhosen. Junge. Lange machen, nimmer mit. Mit 35 spätestens im Rollstuhl. Guck mal, was ist denn das? Wasserstoffperoxid? Shoutout an H2 Olga. 3% geht aber noch, das ist okay. Aber wenn das ein bisschen mehr wäre, dann wäre das, glaube ich, ziemlich gefährlich. Also deswegen Shoutout an H2 Olga. An die musste ich nämlich gerade denken, nachdem was du hier ausgepackt hast. Ich erkläre dir später mal, wer H2 Olga ist. Ich distanziere mich ausdrücklich von Wasserstoffperoxid. Vielen Dank trotzdem. Ich werde es trinken. Ich werde es trinken. Exen. Jetzt geht's los. Der neue Trend sind Bücher. Oh, Leute. Aber in Italienisch. Nee, Englisch! Ein Gruß von Jonas. Viel Spaß mit dem wunderbaren Arschpapier. Genieß das Kratzen von Steven und denk an den Drachenlord. Gruß, Kratz von Rudi aus Buddeln. Amazon Warenhaus, Alter, ich pisse mir ein, das hat wirklich jemand hier bezahlt. Kann ich es ganz weit oder muss das... Nee, ach so, das okay. Kommt ins Schänderwerk. Achso, ach. Ja, das ist Bücher drin. Schänderwerk. Und die Last? Lasst euch mal mit draußen, aber nicht erwischen, bitte. Der Marktplatz wird hell erleuchtet sein. So. Was mir nicht in den Kram passt, wird lodern. Ich hoffe. Ich hoffe, da gelandet. Henry! Ja, gut, okay. Ich hoffe, da landen gewisse Autoren. Henry! Oh, ja, wenn ich immer sage, es hat geschneit, dann rede ich nicht davon, dass wir Streusalz brauchen. Ey, das
kann ich eigentlich mit zu Brabrolis schicken, das kann ich auch benutzen. Gim, weg, weg, gim, das ist undicht, das, das hat gerade etwas gerieselt. Oh. Kleine Päckchen packen und dann. Dann völlig zugedröhnten. Nein, Kimling. Für Kristall verkauft. 35er Kursbude, du weißt. Ich erkläre dir lieber die Kurse nochmal, sonst hauen sie dir gleich an Ordnungsstelle auf die Fresse. Trinke ich ehrlich? Die Milz ist schnell durch. Ist das krank? Wir sollten das nochmal neu starten, oder? Nee. Das kann man doch nicht veröffentlichen. Doch. Wir sind in einem freien Land. Also eben. Der war gut, Schwester. Ja. Ja, gut, ja. Kasperle gefühlt. Meine rot-rot-grüne Brille. Henry, bitte kein Brille auf dem Kopf. Es ist. Das trinke ich extra. Dann kommt bald wieder eine Echse. Nein, den ganzen Tag sonst nichts anderes. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ich sitze den ganzen Tag im Bahnhof und schrei Jägermeister. Wenn ihr wüsstet, das ist die nackte Wahrheit. Junge, was zum. Was du zufällig Cuttermesser? Ja! Boah, Junge, doch nicht so viele, aber ich bräuchte auf jeden Fall ein, zwei. Ich will gar nicht, dass du damit vorhast, aber. Oh, Henry, warum so viele? Frag doch nicht mich! Frag das System! Oh, Junge! Das ist ja alles voller Cuttermesser! Wie Onkel, richte mal die Kamera mal hier auf diesen Haufen. Es gibt einen kleinen Abschluss. Also, welche Box tun wir die oder lassen wir das jetzt? Das liegt sich doch heute. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, vielen Dank. Sind das genug? Naja, so. Jetzt noch eine rostige Klinge, das machen wir auf der Abend ja perfekt. Junge! Alter, das Mädchenvieh, die Wünsche des Viehs wurden erhört. Was ist denn das? Ein Wasserspender. Genau das hat sich das Vieh gewünscht. Das ist ein Einlauf. Sind Sie das bitte den Nachnamen nicht vorlesen, vielen Datenschutz? Okay. Ein Gruß von Markus. Henny? Das Unwuchtvieh hat gesprochen, schickt mir Wasserspender, hat mich gefreut, dass die Flasche Brä auch im nächsten Video zu sehen war. Schickt mir Gallonen. Ja, oh der ja. Alkfreie Monat kann kommen von Markus. Alter, vielen Mastern für den Wasserspender. Guck mir das Gallonenvieh. Aber was soll denn das? Ja, damit will ich einfach nur mal hier die Leute mahnen, das Wasser kein Rennen. Mensch, nicht das. Ich mag das Wasser nicht alle heute schon wieder. Was? Übrigens, nein heißt nicht immer nein. Meistens sogar nicht. Shoutout an, du weißt schon wen. Die von Playboy? Ja, ja, Playboy. Ja. Hör auf, ich bekomm's dir. Ja. Bewahrst du eigentlich auch offen, öffentlich deine Haltung? Ihr nix wissen. Junge, nur eine Bier getrunken. Nur getrunken, eine Bier getrunken, eine Bier. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll, aber es. Na, irgendwo, wo Wasser ist, musst du. Oh mein Gott! Ja, du musst das, den Schlauch auf jeden Fall wo reinhalten, wo Wasser ist. Und dann kannst du spenden. Warte mal, Junge, das probiere ich jetzt aus. Hm? Mach das doch mit Bier! Nein, Henry! Führ den Schlauch da einfach ins Bier ein und dann tust du dir ein Glas Bier. Achso, du bist ja alkoholfrei. Ah, Junge. Auf! Oh! Den trinke ich in letzter Zeit auch sehr oft. Du bist ein wahrer Bro. Ich bin ein wahrer Bro. So, ich mache das mal hier auf. Und dann tun wir den Schlauch. Ah, du brauchst noch ein Glas? Ich, nee, mein Maul ist das Glas. Achso, okay. Jetzt habe ich noch nie auf den falschen Knopf drücken. So. Na, wie willst du? Na, ja, das wird schon irgendwie. Ja, okay. Es zieht nichts. Alter. Okay. Zieht nicht? Achso, bei hier. Wahrscheinlich, oder? Wo gehen wir nochmal? Zieht immer noch nicht?
Mystisch. Falsch rum? Nee. Boah, Alter, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist das mir schon voll gemacht? Eiste. Nee, das, da kommt's ja raus. Dort muss es ja. Ah, der zieht nicht. Ist das überhaupt das Loch? Was? Das verstehe ich, warum die meine verdursten. Das ist ja wirklich nicht so einfach mit dem Wasser. Naja, gut, dann. Löwen, die kommen. Toten kommen. Gibt's irgendwie. Drück mal hier auf die. Ne, das ist alles dasselbe. So? Komisch. Weiß nicht. Und dann. Stabil. Naja. Ich werde versuchen, meinen Hodensack damit aufzupumpen. Ey, den Hodensack und kaltes Wasser. Hin. Vielen Dank für die Wasserpumpe, die hat mein Leben verändert. Also, naja. Ja, ich weiß nicht. Also, das Review ist sehr ungenügend. Bra. Bratouras, Bratinas. Kommt alle mal oben. Geht auf Amazon. Link in der Bio. Oh, Junge. Das hat die Nathalie sich gewünscht. Das ist so ekelhaft. Das ist so widerwärtig. Das ist Marshmallow-Creme, oder? Ja. Aber warum, wieso sollte man drauf stehen oder so? Das ist so ekelhaft, ne? Es gibt Leute, die löffeln das raus aus dem Glas. Das ist pfui. Ich muss gucken, ob es schon offen ist, das Original zu. Ein Gruß von Mirkus für die gute Nathalie, auf dass sie endlich mal zunimmt und ansehnlicher wird. Alter, du Hund! Sergeant Alter Markus S. wird dich finden. Außerdem erwarte ich als Gegenleistung ein paar feinste getragene Unterhosen. Junge, das ist krank, Alter. Das ist Gegenleistung. Ich distanziere mich vom Sexismus. Du hast in dein erstes Leben gerufen. Henry! Alles richtig. Ich war der erste Homosexuelle. Das glaube ich dir. Aufs Wort. Ach, Junge. Nein, noch. Da kann man eigentlich reinscheißen. Henry. Ein Gruß von Nino. Ui. Einen Kübel für das Kübelvieh von Nino, dem Kübellord. Es ist der Mann, der mich mit Büchern in den Wahnsinn treibt. Das ist nicht mal der Aluhut, das ist schon der Plastikhelm. Der Eimerkopf. Ja, der Eimer. Selbst wenn ich auf der Intensivstation um mein Leben ringe, werde ich weiter leugnen. Kappa! Junge, da kam jetzt so eine Doku von Spiegel TV. Ich hab's gesehen, dass ein angeblich hier, du weißt schon, was verändert liegt. Wirklich, der letzte Atemzug. Ja. Einfach nur ich. Ja, ja. So schön. Ein Gruß von Max. Jeden Tag Tafelessig 5% PET-Flasche, 1 Liter von derzeit nicht verfügbar. Vielen Rotkraut für den Kohl. Was denke ich, Fan von Armin Laschet? Vom Türken Armin. Henry, bitte! Das ist ein Spitzname drüben in NRW. Drüben in NRW? Drüben in NRW? Über die Mauer. Das. Henry, die Mauer ist nur in den Köpfen. Ein Gruß von Ilias. Was zum Fick? Ohne Inhalt muss weniger geschleppt werden. Work smarter, not harder. Von. Was zum Teufel? Ich kann den Namen gar nicht mehr aussprechen. Da ist jetzt nie das drin, was ich denke, oder? Alter. Alter. Alter, nee. Jetzt bin ich gespannt. Junge, ich hasse es einfach nicht. Geil. Du brauchst das Etikett ja dafür nicht. Was soll denn das? Das ist einfach nur. Das sind. Mein Inhalt muss weniger geschleppt werden. Ja, vielen. Das Gute bei den Flaschen ist, also Mart erkennt ja die Form von der Flasche. Brauchst du das Etikett nicht. Vielen Dank für das Lehrgut auf jeden Fall, was mindestens das 100 Tage gekostet hat, was es einbringen wird. Aber. Wollte ich gerade sagen? Egal, das ist nicht wichtig. Folgt diesem Mann auf Telegram. Zahninspektor? Instagram bitte! Ach so. Ja! Hector-Panzer44, ihr wisst. Ich bringe übrigens sehr guten Real-Content seit Wochen auf Instagram. Sehr interessant. Noch 4 Sekunden. Ja!